willkommen zu einem neuen Video. Auch heute dreht sich natürlich alles wieder rund um das Thema Warbler. Allerdings reden wir heute darüber, wie ihr herausfindet, wie viel Warbler ihr für euer Projekt benötigt, beziehungsweise ich werde euch nochmal zeigen, wie groß die verschiedenen Warblergrößen denn sind. Anfangen tun wir mit den Größen XXS und S. Das hier ist die Größe XS und das hier ist die Größe XXS. In der Regel ist es so, dass die kleinere Größe immer zweimal in die größere Größe passt. Das setze ich auch nachher sofort und ist wie bei den DIN-Normgrößen. Und hier seht ihr das ja auch ganz schön. Das hier ist die XXS und das hier ist die XS. Mal zum Vergleich zu der XS-Größe hier ein DIN A4-Block. Ihr seht ganz gut, der passt super in die XS-Größe rein. Und nochmals zum Vergleich ist dann hier die XS-Größe. Ja, weiter geht es dann mit der S-Größe, die ist natürlich wesentlich größer, sprich die XS-Variante, die ich euch gerade gezeigt habe, passt zweimal in die S-Größe. Das ist dann so groß, ne, damit ihr ungefähr mal ein Verhältnis habt. Von der Größe her sprechen wir hier bei 37,5 x 50 cm. Und die nächstgrößere Variante ist die Größe M. Die ist 50 x 75 cm, die passt jetzt auch schon nicht mehr ins Bild. Aber vielleicht hilft euch das ungefähr ein bisschen weiter mal einzuschätzen, wie groß sind denn jetzt die Warblerplatten. Die M ist ja nun mit 50 x 75 cm schon relativ groß. Es geht dann weiter mit der Größe L. Diese ist dann 75 x 100 cm groß und das größte ist XL, das sind 100 x 150 cm. Wenn ihr natürlich jetzt euer eigenes Projekt plant, ist es natürlich immer schwierig zu sagen, ich brauche jetzt genau so und so viel Warbler dafür. Es kann ja sein, dass ihr noch verschiedene Elemente oder Details auf eure verschiedenen Warblerstücke mit aufbringen möchtet. Das heißt, das muss man natürlich auch wieder mit einplanen. Als Beispiel habe ich hier zum Beispiel mal meine Armschiene. Da seht ihr ja ganz schön, ich habe viele Details in die Armschiene an sich eingearbeitet. Allerdings habe ich auch mit den Resten, die beim Ausschneiden übrig geblieben sind, dann Äste oder auch kleine Zweige auf der Armschiene noch aufgebracht. Wenn ihr so eine Warblerarbeit anfertigt bzw. generell eine Warblerbasis erstellt, gibt es zwei Varianten, dies zu tun. Es gibt zum einen die Sandwich-Methode. Das bedeutet, ihr habt eine Basis, wie jetzt hier bei der Armschiene, ihr habt eine Basis aus Moosgummi und diese schließt ihr in zwei Platten Warbler ein. Heißt Warbler, Moosgummi, Warbler. Bei dieser Armschiene hier habe ich die Variante verwendet, dass ich das Warbler ungefähr 1 cm über meine Basis drüber stehen lasse, das Warbler erwärme und die Ränder dann umklappe. Das spart euch natürlich relativ viel Warbler, wie ihr seht. Das schwarze hier ist das Moosgummi und hier in der Mitte ist ja noch alles frei. Wenn ich hier die Sandwich-Methode gewählt hätte, würde man das Moosgummi zum Beispiel nicht mehr sehen und es wäre komplett in das Warbler eingeschlossen. Heißt, ihr hättet auch einen größeren Materialverbrauch. Dementsprechend müsstet ihr für eine Armschiene, die mit der Sandwich-Methode angefertigt wird, auch mehr Warbler einplanen. Hier bei der Armschiene ist es jetzt so, dass ich sagen würde, da kommt man locker mit einer XS-Platte hin. Selbst wenn ihr eine Sandwich-Methode macht, sollte das, je nachdem wie weit ihr die Armschiene schließt, möglich sein. Wenn ihr sicher sein wollt und zum Beispiel noch mehr Details aufbringen wollt, wie es zum Beispiel bei dieser Armschiene der Fall ist, würde ich aber allerdings dazu raten, eine S-Platte zu nehmen. Dann habt ihr halt auch nochmal die Wahl, oben nochmal zusätzlich was anzubauen oder auch am unteren Bereich. Und wenn ihr dann nochmal Warbler benötigt, ist es immer gut, auch nochmal einen Rest zu Hause zu haben. Wenn es nun um andere Projekte geht, sieht das natürlich wieder ein bisschen schwieriger aus. Bei Hörnern ist es zum Beispiel so, dass so kleine Geweihe, wie ich sie hier an diesem Headpiece habe, natürlich relativ einfach zu kalkulieren sind. Diese Hörner sind als Basis mit Papier entstanden und ich würde jetzt auch sagen, hier reicht locker eine XS-Platte, wenn nicht sogar auch eine XXS-Platte. Auch diese würde locker reichen für diese zwei. Möchtet ihr jetzt aber größere Hörner machen, wo die Basis dann aus Styrodur besteht, wie diese hier, ist es natürlich gerade mit der Rundung etwas schwieriger zu kalkulieren. Hier würde ich aber locker sagen, dass euch eine S-Platte, sprich diese Platte hier, reichen würde. Auch da ist es natürlich wieder wichtig zu beachten, die Rundung, die verbraucht mehr Material als zum Beispiel bei der Armschiene, wo wir vorher erst eine Fläche haben, die wir anschließend runden.
Heißt, wenn ihr ungefähr wissen wollt, wie viel Warbler ihr braucht, könnt ihr auch, wenn ihr die Basis aus Styrodur geschnitzt habt oder einer Vorlage angefertigt habt, auch ungefähr ausmessen, okay, die Hörner sind jetzt so und so breit und dann habt ihr die Maße von dem Warbler und könnt dementsprechend evaluieren und kalkulieren, wie viel Warbler brauche ich am Ende. Wollen wir nun eine Brustrüstung oder Brustplatte erstellen, sieht das Ganze natürlich wieder ein bisschen anders aus. Wie bei dieser Rüstung hier haben wir hier unten den Bogen, der eure Taille ja umfasst. Das heißt, ihr könnt eure Taille ausmessen, schon mal vorher ein Schnittmuster erstellen, dieses ausmessen und könnt anhand dessen planen, wie viel Warbler ihr ungefähr braucht. Hier ist es zum Beispiel auch relativ einfach zu sagen, okay, ich brauche für das Untergerüst, wo nachher die Cups eingesetzt werden, eine Platte, die länger ist als 50 cm, damit ich am Ende nicht stückeln muss. Heißt, wenn ihr das hier aus einem Warblerstück machen möchtet, würdet ihr zum Beispiel mit einer S-Platte eventuell nicht hinbekommen. Je nachdem, wie weit ihr die Brustplatte macht und wie eng ihr diese am Ende schließen wollt. Gleichzeitig ist es natürlich hier auch vielleicht wichtig, mehr Aufbauten zu machen, mehr Details zu setzen und dementsprechend auch nochmal mehr Warbler als nur für die zwei Basiselemente für die Sandwich-Methode zu haben. Außerdem braucht ihr natürlich auch noch genug Warbler für die Cups. Hier würde ich aber sagen, da reicht auf jeden Fall eine S-Platte. Generell habe ich euch ja schon ein paar Mal erzählt, es ist natürlich auch immer möglich, die Warbler-Sorten miteinander zu kombinieren. Wie bei meiner Brustrüstung hier zum Beispiel. Da habe ich das Warbler's Finest Art als Basis genommen, die Cups mit dem Warbler's Smashed Art gemacht und die Details aus dem Warbler's Deco Art oder auch aus dem Warbler's Pearly Art hergestellt. Bedeutet, selbst wenn ihr am Ende nicht genug von der Platte übrig habt, um noch weitere Details zu erstellen oder aufzubringen, könnt ihr auch noch Reste verwenden. Bei Warbler gilt nämlich generell, werft die Reste nicht weg. Egal wie klein die Schnipsel sind, ihr könnt diese immer noch mal aufrollen und zum Beispiel zu so feinen Ästen und Linien verarbeiten und diese anschließend auf die Warbler-Projekte aufbringen. Ich hoffe, das Video hat euch weitergeholfen und gibt euch einen kleinen Einblick in die Größen der verschiedenen Warbler-Sorten und ist hilfreich für euch, um eure eigenen Projekte besser planen zu können. Wenn ihr mehr über das Thema Warbler wissen möchtet, kann ich euch einen Blick auf meine Webseite empfehlen. Dort findet ihr neben meinem Warbler Basics Buch, in dem ich euch alles über das Thema Warbler erzähle, auch das Material selbst in verschiedenen Größen. Außerdem würde ich mich freuen, wenn ihr mir ein Abo dalasst oder mir sogar auf Instagram folgt. Dort gibt es in meiner Story immer aktuelle Infos zu den stattfindenden Events, wie der Warbler Basics Bastelstunde oder auch stattfindenden Workshops. Habt ihr Wünsche oder Fragen? Lasst mir diese doch gerne in den Kommentaren. Ansonsten wünsche ich euch einen wundervollen Tag und hoffe, wir sehen uns beim nächsten Video. Macht's gut!